Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem sommerlichen FRM-Regionalmagazin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute zwei längere Beiträge im Programm. FRM hat im letzten Jahr schon von der Jungimker-Ausbildung berichtet. Nun sind einige Monate ins Land gegangen und es war für uns der Grund, den Lehrbienenstand des Imkervereins Dippoldiswalde zu besuchen, um zu sehen, was aus den jungen, hochmotivierten Imkern geworden ist. Bitte schauen Sie selbst. Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung der DW Steuerberatungsgesellschaft Thum GmbH, Weißeritzstraße 15D in 01744 Dippoldiswalde. Ende September 2023 startete der Imkerverein Dippoldiswalde im Ulberndorfer Lindenhof ein besonderes Projekt, die Jungimker-Ausbildung. Damals bekamen die Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 15 Jahren ihre Imkerausrüstung überreicht. 22 sind heute noch dabei. Die Imkerei scheint wirklich ein interessantes Thema auch für Kinder und Jugendliche zu sein. Mittlerweile sind 10 Ausbildungstermine absolviert mit Theorie und ab Frühjahr auch mit Praxisausbildung am Lehrbienenstand zwischen Reichstätt und Berwalde. Anfang Juni war FRM-TV nochmals bei den Jungimkern zu Gast. Mitten in der Natur steht der Lehrbienenstand und die Ausbildung ist wirklich sehr nah an der Biene. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wir sind heute auf unserem Lehrbienenstand in Berwalde und heute treffen wir uns wieder zur Ausbildung mit unseren 22 Jungimkern. Dies ist heute schon die 8. Ausbildung von einer Serie von 10 Terminen und im Herbst beim Streuobstwiesenfest kriegen dann unsere Jungimker die Auszeichnungen und die Abschlussurkunden. Heute bauen wir Mittelwände, dass wir Ableger machen können. Das machen wir alle gemeinsam. Und vorher schauen wir jetzt in ein Volk rein, wie es der Königin geht und ob die schön Brut machen und ob wir die Völker teilen können. Weil jetzt ist die Zeit, dass wir die Völker teilen, um sie für den Winter fit zu machen. So, liebe Kinder, bevor wir die Bienen öffnen, gehen wir immer ein bisschen an Rauch. Damit glauben sie, da ist ein Waldbrand. Und ziehen sie, nein, die ziehen sich zurück, weil sie glauben, es ist ein Waldbrand. Und dann sind sie ein bisschen ruhiger. So, jetzt gehen wir ein bisschen an Rauch rein und gut ist. So, und jetzt warten wir ein bisschen, bis sie sich beruhigt haben. Und dann können wir reingucken. Ich bereite inzwischen unser Werkzeug vor. Und wir gucken mal nach der Königin drinnen. Wir waren ja schon am Sonntag bei diesem Volk und haben von diesem Volk einen Ableger gemacht. Und könnt ihr euch erinnern, die sind da keine einzige Biene aufgeflogen. Die waren ganz lieb, ganz lieb. Und deswegen gehen wir heute wieder rein, weil sie ganz lieb sind. Und wir, genau. Jetzt schauen wir mal rein. Ja, schaut einmal recht gut aus, nicht? Sie sind ganz ruhig und normalerweise ist hier unten der Brutraum, aber die Königin, die ist so stark und kräftig, dass sie sogar hier oben brütet. Jetzt, das kann immer passieren, wir haben ja gelernt, nicht? Also pro Tag schlüpfen wie viele Bienen? 2000 und wie viele sterben? 2000. Auch 2000, genau, nicht? Ihr habt ja schon viel gelernt. Jetzt machen wir eine Randwabe raus, damit wir ein bisschen Platz schaffen. Ja, das geht. Man muss es nur vorsichtig, langsam machen, dass wir die Bienen nicht quetschen. Am Rand sind immer ein bisschen ist Honig, ne? Da lagern sie Honig ein. Nein, die rollt, das rollt. Man muss es eben langsam und vorsichtig machen. Ich stelle jetzt die Bienen hier ab und jetzt guckt man hier nach der Königin. Die ist nämlich hier drinnen und jetzt rücke ich ein bisschen nach, damit wir die Königin rausholen können. So, jetzt zeige ich euch das. Jetzt schauen wir mal hier nach. Schaut hier, wie fleißig die Bienen sind. Das ist jetzt eine schöne Brutwabe. So, seht ihr hier, ist der Honig rundherum, das ist ihr Futter. Das, und da ist ganz, ganz frische Brut. Die ist gerade ein Honig, nicht? Und das ist jetzt verdeckelte Brut. Wie heißt das? 358 Königin gemacht. Ja. Na? Nach 3 Tagen kippt die dann um. Und dann ja, genau, wenn das Ei gelegt wird, nach 3 Tagen kippt es um. Und dann entwickelt sich das Ganze
Und jetzt zeige ich euch die Königin, da haben wir nämlich, weil das so sanftmütig ist, wir züchten von diesem Volk nach und da haben wir die Königin in ein vorbereitetes Kästel rein. Schau, das ist, die Königin ist hier drinnen, da schlüpft sie, ist das hier, läuft sie rum mit der Nummer 18. Da läuft sie rum und in diese kleinen Näpfel legt sie ihre Eier rein. Das heißt, sie ist hier, hier und sie wird von den anderen Bienen betreut. Also diese betreuen, wie heißen die? Das sind die Ammenbienen, genau. Ja. Ja. Siehst du, da läuft die Königin und da legt sie. Die wird dann von mir wieder freigelassen, wenn sie Eier gelegt hat. Und diese Eier können wir dann, siehst du, in diese Näpfel legt sie das rein. Also ach so, auf der Seite legt sie es rein und in die Näpfel, die nehmen wir raus. Und die können wir dann in den Zuchtrahmen reingehen. Ja. No? Oh, guck mal, hier ja, arbeiten du? Die wieder, oder? Ja, schau, siehst du schön, die Königin, ne? Mit der 18. Und wie macht ihr das? Ja, die legt jetzt hier, siehst du das hier, da legt sie die Eier rein, hier. Und wie tut die dann hier, irgendwie hier kriegt ihr die Nummer 18 drauf? Ja, also das ist in einem Tag fertig. Und dann werden da überhaupt ganz viele Bienen drin? No, ja, die pflegen die. Weil die, jede Königin braucht eine Ammenbiene. Und die wird von diesen betreut. Die Biene ist no. Und wie kommen die hier durch, die Bienen? Die Kleinen, das ist das. Deswegen, das ist, da kommen die Arbeiterinnen kommen durch, die Königin ist größer, die kommt hier nicht durch. Die ist etwas größer, also siehst du? Die kommen da durch. Und dann macht man den Deckel auf und dann kommt sie wieder raus. Und wir, geht dann auch alleine raus? Klar, die geht alleine raus. Und wir als Imker nehmen dann diese Näpfelchen, wo die Eier drinnen liegen, und die kommen dann in den Pflegevolk. Und im Pflegevolk werden die Eier 3, 5, 8, ne? 5 Tage, dann ist da so ein Zapfen gemacht und dann kommen die in den Brutschrank rein. 3, 5, 8, nach 16 Tagen ist dann die Königin gemacht. Ja, und dann können wir die Königin in ein kleines Volk reingeben. No, ach, siehst das? Weil die sozusagen wollte die ganz oft haben. Ja, weil die, warum nehmen wir die? Weil die so sanftmütig ist. Schaut mal her. Da fliegt keine Biene hoch. Die haben schön Honig, die sind sanftmütig, die sind lieb und freundlich. Habe ich noch gar nicht mal. Naja, weißt du, wenn ein schlechtes Wetter ist, kann man das nicht aufmachen. Aber bei so einem schönen Wetter wie heute. Warum? Was machen die dann? Ja, da sind die auch ein bisschen nicht so gut gelaunt wie wir, auch wenn schlechtes Wetter ist. Nicht? Weil wenn schlechtes Wetter ist, möchten wir auch unsere Ruhe haben. So, jetzt gehen wir die eine Randwabe mit dem Honig wieder rein. Die habe ich herausgenommen, schau. Und das, die Reihenfolge muss man immer lassen. Nicht? Also am Rand kommen immer die Waben mit dem Honig, mit dem Futter. Nicht? In der Mitte ist dann die Brut mit dem Futterkranz, aber hier ist so wie die Speisekammer. Nicht? Da holen sie, da kommt dann, ja, da haben sie einen Honig eingelagert. Ja, jetzt müssen wir gucken. Jetzt schön langsam die und nächste Woche. Schön ganz langsam, dass wir keine Bienen verletzen. So. Ja. Nein, das ist alles gut, da passiert nichts. Ja. Du, wie viele Bienen sind jetzt drinnen? 50.000 Bienen, ungefähr in dem Bienenstock. Das ist ganz normal, schau her. Das und ein oder zwei Bienen ist doch ja, egal. Naja, es geht um das Gesamte. Nicht? Da sind immer Bienen, die sterben jetzt, die rausfliegen und 2.000 werden jeden Tag geboren. No? So, jetzt. Und jetzt müssen wir zumachen, weißt du warum? Sonst geht die Wärme verloren. Die Brut braucht ja 38,5 Grad. Ist das und wenn, ja, und wenn das zu lange offen ist, geht die Wärme weg. Habt ihr nur eine Königin? Hier ist nur eine Königin drinnen. Eine Königin, die jeden Tag 2000 Eier legt. Sie geht immer rauf und runter und rauf und runter. Da ist das Gleiche. Und in jedem Stock ist das so. In jedem Stock ist eine Königin. Ja, was ist das hier? Das, mit dem kann man die Königin abfangen. Schau her, wenn die Königin so da krabbelt, da kann man ganz vorsichtig so rauf, dann krabbelt sie rein, da kann man es zumachen und dann kann man es in diesen kleinen Käfig reingeben und dann kann man es mitnehmen, hier einstecken. Ja, das ist auch ein kleiner Käfig für eine Königin, da kann man sie auch reingeben mit Futter und mit so einem kleinen Käfig werden die mit einem Briefkuvert verschickt. Also die Königin gibt da Futter rein und da verschickt man die mit der Post. Schreibt noch auf, Achtung Königin, ja, und dann wird das verschickt und dann ist es in 2 Tagen bei dir. Und mit dem kann man auch die Königin zeichnen. Der wird hier eingefangen, so rauf,
Und mit dem Gitter hier kann man sie dann ganz vorsichtig fangen und dann zeichnen mit einer Nummer, dass man sie auch wiederfindet. Ja. Wie ist die Farbe dieses Jahr von Königin? Gelb. Grün. Grün? Von vorher war sie gelb. Und rote werden immer ganz schnell gefressen. Die roten werden schnell gefressen. Das heißt, das ist gefährlich, weil die anderen Insekten sehen das auch gut. Und dann fliegen die Vögel und fressen die Königinnen aus. Ja, das ist so vorgeschrieben. Es gibt fünf Farben und die werden jedes Jahr gibt es eine neue Farbe. Rot macht er nicht mehr, oder? Naja, nicht so viel. Okay. Hallo, ich bin der Hans. Ich würde gerne mal ein Bienenvolk haben. Und ich habe schon gelernt, legt die Königin, dann fällt das Ei um. Dann schlüpft die Biene nach 5 Tagen und dann ist die Biene gemacht nach 8 Tagen, wenn sie gefüttert wurde. Und es mir macht sehr Spaß. Ich bin der Otto. Ich mag auch sehr Bienen. Ich esse auch sehr gern Honig. Also, sehr schöne Tiere sind. Ich mag auch sehr Bienen. Hallo, mein Name ist Katja Dollack. Ich arbeite für den Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Und wir haben das große Glück, mit dem Imkerverein Lippoldeswalde zusammenarbeiten zu dürfen. Für diese Jungimker-Ausbildung, wir tragen sozusagen unseren Teil dazu bei in der pädagogischen Richtung. Wir haben den Herrn Linke von der Zukunftswerkstatt Dresden mit ins Boot geholt und dürfen über Fördermittel sozusagen diesen Teil mit bestreiten und damit sozusagen auch die pädagogische Seite mit stärken an der Stelle. 3 Termine gibt es noch. Im September endet die Ausbildung mit der Übergabe der Jungimker-Zertifikate. Und dann? Ja, dann geht es weiter, denn die Jungimker bekommen im Frühjahr ein Mini-Bienenvolk zur Betreuung für zu Hause. Das kann man wirklich Nachwuchsförderung nennen. FRM-TV wünscht weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen. Eine Biene, die macht Honig, leckeren Honig für dich und mich. Wir lieben Honigbienen so froh am Brummen, sie brummen so laut. Schwarm arbeiten sehr lang, drehen und tanzen, den Schwanzeltanz, sammeln Pollen und Nektar aus Blumen. Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung der DW Steuerberatungsgesellschaft TUM GmbH, Weißeritzstraße 15D in 01744 Diepoldiswalde. Große Aktionswochen beim Pirnaer Möbelhandel. Wir bieten Ihnen topmoderne Markenküchen, ab sofort auch mit dem Premium-Rundum-Sorglos-Paket. Sichern Sie sich jetzt eine Küche der Extraklasse zum halben Preis. Bei Kaufabschluss erhalten Sie von uns einen Warengutschein im Wert von 1.000 Euro geschenkt. Lieferung und Montage Ihres neuen Schmuckstücks packen wir gleich noch mit oben drauf. Und natürlich entsorgen wir auch Ihre alte Küche kostenfrei. Sie wollen Ihre neue Markenküche finanzieren? Bei uns kein Problem. Wir garantieren Ihnen eine 0% Finanzierung mit bis zu 24 Monaten Laufzeit. Schauen Sie vorbei im Pirnaer Möbelhandel an der Rottwörndorfer Straße 43, direkt im Einkaufszentrum Petz. Herzlich willkommen in Ihren Expert-Fachmärkten in Freital und Pirna. TV und Audio, Computer und Zubehör, Foto und Video, Telekom und Navigation, Haushalt und Küche, Gesundheit und Körperpflege, Film und Musik, Gaming und Spielwaren und natürlich den besten Service für unsere Kunden. Herzlich willkommen bei Expert in Freital und Pirna.
Trinkwassertalsperren sind keine Badeseen. Die Landestalsperrenverwaltung weist wegen des sommerlichen Wetters darauf hin, dass das Baden in Trinkwassertalsperren verboten ist, um Verunreinigungen des Wassers zu vermeiden. Auch das unmittelbare Ufer von Trinkwassertalsperren darf nicht betreten werden. Beides dient ausschließlich dem Schutz und der Sicherheit der öffentlichen Trinkwasserversorgung. An den 25 sächsischen Trinkwassertalsperren sind verschiedene Schutzzonen ausgewiesen. In den entsprechenden Schutzzonenverordnungen ist geregelt, welche Aktivitäten wo erlaubt sind. Die Schutzzone 1 darf außerhalb von offiziellen Wegen nicht betreten werden. Sie umfasst die Wasserflächen und die Ufer der Trinkwassertalsperren. Wie breit der Uferstreifen ausfällt, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und vom Füllstand der jeweiligen Talsperre ab. In der Schutzzone 1 sind Freizeitaktivitäten wie Baden, Wassersport aller Art, Grillen und Zelten verboten. Auch Pferdebesitzer und Hundehalter dürfen ihre Tiere nicht am Stausee tränken oder baden lassen. Die aufgestellten Schilder an den Anlagen sind unbedingt zu beachten. Zuwiderhandlungen können allen Menschen in der Region schaden und werden deshalb zur Anzeige gebracht. Helfen Sie auch mit, unser wichtigstes Lebensmittel, das Trinkwasser, zu schützen. Ja, es ist eine Weile her, als in Somsdorf zünftig gefeiert wurde, 20 Jahre Alttraktorentreffen und 30 Jahre Alttraktorenfreunde Weißeritzkreis. Diese beiden Jubiläen zogen Tausende nach Somsdorf und natürlich war auch FRM dabei. Ende Mai 2024 konnte in Somsdorf bei Freital und bei schönstem Kaiserwetter das 20. Alttraktorentreffen und 30 Jahre Alttraktorenfreunde Weißeritzkreis gefeiert werden. Es schien, als ob alle auf diesen Tag gewartet hätten. So strömten Tausende auf das Festgelände, um die über 200 alten Landmaschinen, Geräte und Traktoren zu sehen, zu riechen und manchmal in Aktion zu erleben. Ich grüße euch ganz herzlich von unserem Alttraktorentreffen in Freital-Somsdorf. Was hier los ist, ist der absolute Wahnsinn, das hätten wir nicht erwartet. Jede Menge Besucher sind da, der Platz ist voll, es geht fast keine Maschine mehr drauf, die Parkplätze sind voll, wir haben schon erweitert, dass wir alle unterbringen. Wir haben organisiert bis zur letzten Minute, bis Freitag in die Nacht haben wir hier noch Zeug vorbereitet, antransportiert und sind froh, dass das Wetter heute so mitspielt und so einen schönen Tag haben. Die Leute sind alle gut gelaunt, freuen sich alle, was hier für schöne alte Technik ist. Und wir haben schon viele Vorführungen gemacht, der Herr Neubert hat schon viel erklärt. Ein Höhepunkt waren auf jeden Fall die Vorführungen auf dem Acker. Alte Technik in Aktion, hier sieht man deutlich, wie rasant die technische Entwicklung auch in der Landwirtschaft war. Mit Pferd und Muskelkraft wurde gepflügt. Die Technik entwickelte sich schnell und das Pferd wurde vom Traktor abgelöst. Und dieser Wendestock ist tatsächlich 100 Jahre alt. Man braucht schon Kraft und Geschick, um diese Maschine im Zaum zu halten. Liebe Traktorenfreunde aus nah und fern, heute hier in Somsdorf zum großen Fest der Traktoren, der Somsdorfer Traktorfreunde, der Weinböhler
IG Traktorfreunde Weinböhler. Wir sind hier mindestens schon zum 10. Mal und es gefällt uns natürlich jedes Mal wieder wunderbar. Und wir haben dieses Jahr, so ein bisschen Eigenwerbung vielleicht, wir haben dieses Jahr unser 20-Jähriges, machen da im September ein bisschen Halligalli und haben natürlich auch zum Traktortreffen, wie soll das anders sein, ein paar Traktoren mitgebracht. Bevor wir natürlich jetzt einen unserer Traktoren vorstellen wollen, möchte ich natürlich nochmal die Gelegenheit nutzen, den Somsdorfer Traktorfreunden zu ihrem Jubiläum gratulieren und möchte ihnen sagen, Rudolf und Robert, macht einfach weiter so, dann sollen die Verrückten dürfen, die alle wären hier. So, wir haben natürlich auch ein paar Traktoren mitgebracht, unter anderem hier einen Fahr, Baujahr 1942, also ein Fahr aus der ersten Serie. Der wurde von einem Somsdorfer Traktorfreund vor 15 Jahren aufgebaut. Und dann habe ich den sozusagen käuflich erworben und seitdem rollt er ohne Probleme. Ein Fahr, also wirklich ein treues Gefährt, ohne Wenn und Aber. So, natürlich haben wir auch noch mitgebracht einen Röhr, das ist aus dem tiefsten Bayernland und dazu kann natürlich unser Traktorfreund Volker Ziller am besten, weil es ist sein Traktor, was dazu sagen. Volker, was hast du denn hier für einen Traktor mitgebracht? Also ich habe einen Röhr-Traktor mitgebracht, einen R15, das ist ein Konfektionsschlepper, das heißt, die wurden in die 50er Jahre, in den Wirtschaftswunderjahren, aus vorgefertigten Teilen nur noch zusammengebaut. Und weil der Bedarf so groß war, hat jede kleine Maschinenfabrik diese Traktoren gefertigt. In dem Fall die Firma Röhr in Landshut in Bayern. Er ist Baujahr 1953. Was soll man noch sagen? Es war ein gigantisches Wochenende. Für die Macher und Teilnehmer auch eine Bestätigung, das Alttraktorentreffen lebt und hat Zukunft. Also im Großen und Ganzen ist es so, es gibt schon viel Jugend, die sich interessieren, aber der harte Kern besteht natürlich hauptsächlich aus der älteren Generation. Und es wird natürlich aber versucht, auch das an die junge Generation weiterzugeben, damit ganz einfach auch diese alte Technik, nicht nur die Traktoren, auch die Landtechnik erhalten bleibt, damit natürlich auch die zukünftigen Generationen wissen, dass die Milch nie aus dem Supermarkt kommt, sondern aus der Landwirtschaft, vom Feld, beziehungsweise was da alles dazugehört. Das ist natürlich ganz wichtig und das ist eigentlich das Anliegen von uns allen, das zu erhalten und an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Genau, es geht auf jeden Fall weiter. Also unser Verein ist nach wie vor aktiv und das geht natürlich an die Kräfte heute dieser Veranstaltung. 30 Jahre Traktorfreunde feiert man nicht immer. Und die Nerven liegen manchmal blank, das ist ganz normal. Manchmal muss man improvisieren, das hat man heute gesehen, es läuft nicht immer alles nach Plan. Aber wir sind trotzdem gut gelaunt und ich denke, wir haben es alles ganz gut hingekriegt und die Zuschauer sind zufrieden. Das war das Regionalmagazin für diese Woche. Nächste Woche steht die Natur im Mittelpunkt der Berichterstattung. Bis dahin, tschüss und schöne Urlaubstage wünsche ich Ihnen noch, Ihr Matthias Wagner.